Okay, jetzt haben wir geklärt, dass eine psychologische Beratung unter Zeitdruck mit allzu hohen Erwartungen nicht wirklich funktionieren kann. Aber was ist denn eine realistische Erwartung? Wie lange dauert so eine Beratung? Das ist eine Frage, die ziemlich schwer zu beantworten ist, denn das variiert unglaublich. Ich habe mal für das Jahr 2017, für letztes Jahr, eine kleine Statistik geführt und geschaut. Und da kann ich sagen, dass ein Drittel meiner Klienten nur sehr wenige Gespräche bei mir in Anspruch genommen hat. Das lag zum Großteil daran, dass tatsächlich die Anliegen in ein, zwei Gesprächen geklärt waren oder dass danach klar war, dass vielleicht doch eine andere Form der Beratung oder Therapie sinnvoller wäre. Zum Teil lag es aber auch daran, dass die Leute sich dann einfach doch für jemand anderen entschieden haben, woanders hingegangen sind. Auch das ist natürlich immer möglich und ja, sogar sinnvoll, denn am Ende kann die Beratung und das Ganze nur funktionieren, wenn die Chemie stimmt, wenn sie den Eindruck haben, ich bin die richtige Person für sie. Und natürlich bin ich das nicht für jeden. Und auch nicht jeder Klient ist für mich der Richtige. Auch das gibt es natürlich. Dann ist es so, dass ungefähr ein Drittel so eine, ich sag mal, kürzere, mittellange Beratung in Anspruch nimmt. Das sind meistens so 5, 6, 7 Stunden Sitzungen nach dem Erstgespräch. Das sind oft Menschen, die mit einem relativ klar umschriebenen Problem zu mir kommen, die schon entweder viel Vorerfahrung haben oder sehr bereit sind, sich einzulassen und die relativ schnell dann kleine Schritte schon umsetzen können, um an ihrer Situation was zu verändern. Wie gesagt, das sind oft Menschen, die mit einem sehr klar definierten Problem in einem Lebensbereich zu mir kommen und die dann gerne lieber selber daran weiterarbeiten möchten, für die es wirklich darum geht, dazu schnell ein paar Ideen zu bekommen, das mit jemandem durchzusprechen und dann zu gucken, wie sie das selber weiter handeln können. Und dann gibt es ein weiteres Drittel, das sind Menschen, die richtig lange zu mir kommen. Richtig lange heißt oft über 6 Monate, ein Jahr hinweg, wöchentlich oder 14-tägig, im weiteren Verlauf oft dann ein bisschen seltener. Aber das sind wirklich Menschen, denen es ganz viel darum geht, einfach ihr Leben mit jemandem zu besprechen, denen es nicht darum geht, nur ein sehr konkretes Problem zu lösen, sondern denen es oft darum geht, jemanden zu haben, mit denen sie alle möglichen Dinge, die im Alltag auftauchen, die mit jemandem externen, neutralen zu besprechen. Menschen, denen es hilft, regelmäßig einen Ansprechpartner zu haben. Menschen, die mit komplexen Problemen, mit unterschiedlichen Problemen in verschiedenen Lebensbereichen zu mir kommen und die gerne eine längere Begleitung möchten. Das sind oft Menschen, denen, ja, denen es richtig gut tut, die sagen, dieses regelmäßige Gespräch, das ist was, was ihnen hilft, Sachen klarer zu sehen, aus einer anderen Perspektive an sich zu arbeiten, in kleinen Schritten, die wirklich Menschen, die wirklich bereit sind, sich auf einen langfristigen Prozess einzulassen und denen es nicht so sehr darum geht, oder nicht nur darum geht, konkret ein kleines Ding zu ändern, sondern wirklich mehr um einen längerfristigen Prozess, in dem es mehr darum geht, sich selber weiterzuentwickeln, sich neu zu finden, sich zu verändern und das eben mit professioneller Begleitung. Und ja, das sind so die drei Typen der Dauer der Beratung. Und natürlich kann ich schon eine kleine Einschätzung geben am Anfang, wenn die Menschen zu mir kommen, je nachdem, was für eine Situation sie mir schildern, ja, wie kompliziert es erscheint, wie komplex das erscheint. Und trotzdem kann ich selten vorhersagen, wie es wirklich laufen wird. Das ist auch einer der Gründe, warum ich es wirklich nicht von vornherein festlege. Also der Prozess ist ganz offen. Das heißt, die Menschen buchen bei mir von Sitzung zu Sitzung. Es gibt keine Pakete, keine Verpflichtungen, sich auf mindestens so viele Stunden einzulassen oder so, sondern es geht wirklich darum, gemeinsam immer wieder zu prüfen, macht das noch Sinn? Ist das das Richtige? Wollen Sie mit mir weitermachen? Wollen wir gemeinsam weitermachen? Oder ist vielleicht was anderes besser? Oder ist es vielleicht Zeit für eine Pause? Also auch das ist ein ganz wichtiger Teil des Prozesses, immer wieder das gemeinsame Gespräch zu prüfen. Was soll noch sein? Wie soll es noch weitergehen? Manchmal ist es auch so, dass im Laufe der ersten Gespräche oder auch dann im Laufe der nächsten Gespräche sich neue Themen ergeben, ja? Weil neue Dinge im Leben der Menschen passieren oder weil neue Dinge durch die Gespräche hochkommen, wo dann klar wird, vielleicht ist es auch sinnvoll, sich damit noch mal etwas intensiver auseinanderzusetzen, Dinge, die man vielleicht etwas verdrängt hat, die man beiseite geschoben hat, weil sie nicht so im Vordergrund waren und erstmal nicht so wichtig erschienen, bei denen sich dann aber herausstellt, dass es eigentlich total sinnvoll wäre, da noch mal genauer hinzuschauen.
Auch das ist möglich, aber natürlich nicht notwendig. Das ist, wie gesagt, Ihnen überlassen, meinen Klienten überlassen. Und im Normalfall besprechen wir das einfach gemeinsam und gucken, was ist denn jetzt im jeweiligen individuellen Fall das Beste. Ja, so viel ungefähr zur Häufigkeit und Dauer und dem, was ich dazu vorher einschätzen kann. Wenn Sie noch weitere Fragen dazu haben, können Sie sich gerne bei mir melden. Ich versuche Ihnen dann vielleicht in Ihrem individuellen Fall noch eine genauere Einschätzung zu geben oder das mit Ihnen gemeinsam herauszuarbeiten.